Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen zum SpongeBob Simulator, einem Spiel, in dem wir, mit unserer Schnecke Gary starten. Und diese Schnecke kann uns dabei helfen, verschiedenste Sachen abzubauen. Wenn wir die abbauen, kriegen wir sowohl Gold als auch Rubine. Die sammeln wir alle ein. Schmeckt. Und mit Hilfe dieses verdienten Geldes, lass mich mal ganz kurz noch einen zweiten Müllhaufen hier abbauen, ne, der hier von oben runtergekacht wird. Wir sind hier in einer wirklich sehr, sehr nice SpongeBob-Welt. Da ist die krosse Krabbe, aber als Bruder, da ist Thaddäus mit goldenen SpongeBobs als Haustieren, der in einem Auto rumfährt. Aber was ist denn das hier? Warte mal. Da will ich natürlich auch ran an diese Schatztruhe. Die wird doch so kaputtgeschlagen. Das sieht sehr, sehr nass aus. Benutze dein Buddy, um Dublonen zu verdienen. Okay, das sind Dublonen also. Haben wir verstanden. Okay, dann haben wir jetzt eigentlich ganz gut Geld verdient. Lasst mal ganz kurz zurückgehen in die Stadt. Und hier können wir jetzt nämlich unsere Haustiere verbessern. Lasst mich mal gucken. Hier haben wir für 200. Okay, 200 ist das günstigste. Das ist ja doch ziemlich teuer. Dann lasst mich mal ganz kurz das hier noch abbauen. Öffne deine erste Muschel. Okay, dann gehen wir mal hier hin. Für 200 Kröten will SpongeBob, dass wir hier... Okay, das ist das Haustier, womit wir gestartet sind. Okay, das ist die Fahrschullehrerin, oder? Aber 12%, die werden wir ja im Leben nicht ziehen. Aber es wäre schon lustig. Ja, Mann, ey. Eine Schnecke, ey. Okay, hat jetzt leider nicht ganz so krass viel gebracht. Da gehen wir mal hier rein. Okay, wir haben jetzt zwei Haustiere. Bub. So. Die laufen uns jetzt beide hinterher. Damit haben wir unsere Power natürlich verdoppelt. Das ist so gesehen gar nicht so schlecht. So, hier sind alle Haustiere, die man bekommen kann. Wenn man aus einem Ei alle zieht, kriegt man Special-Haustier. Das ist schon ganz geil, ne? Okay. Man kann außerdem Schiffe kaufen. Beim Autohändler. Entsperren. Ah, das muss man kaufen. Na, dann machen wir das. Yo! Ich habe jetzt ein Bootmobil. Alter! Damit ist man brutal schnell. Das ist schon geil. So, baut hier das mal ab, meine Kollegen. So, zack. Und jetzt baut ihr das ab. Und jetzt gehen wir mal kurz... Alter, der hat ja übel viele Haustiere. Es gibt auch Morphs. Also man kann sich irgendwie auch in Charaktere verwandeln. Wie man sich diese Skins verdient, müssen wir mal noch herausfinden. Das weiß ich noch nicht. Was ist das hier? Der Buddy-O-Matic. Warte, wir müssen mal ganz kurz hier aussteigen. Okay, der Buddy-O-Matic kann hier offensichtlich jetzt noch nichts. So. Wir steigen wieder ins Auto ein. Patricks goldenes Labor. Patrick. Okay, hier können wir natürlich einfach einen Golf fahren, ist klar. So, was ist das hier? Es gibt Jobs. Öffne 30 Zonen 1. Da kriegen wir 100. Belohnungsshop. Wow, okay. Hier können wir Skins freischalten. Guck mal, das ist einmal für unser Auto. Ist so ein bisschen auf Horror-Style. Und einmal Skins. Ne, da können wir uns in Patrick verwandeln. Okay, dann... Na gut, 30 Fallen. 300... Okay. Na, was ist das hier? Das sind diese. Zerstöre 30 Fallen. Was sind denn Fallen? Wo sind Fallen? Das hier sind bestimmt Fallen, oder? Sieht zumindest aus wie eine Falle. Oh, guckt euch mal den an. Alter, wie der am Rumracen ist. Yo, der ist schon im nächsten Gebiet. Oh Mann. Ja, ich habe viel zu schlechte Haustiere. Ich brauche ja 400 Jahre, bis ich das Ding abbaue. Helf mir mal. Ach, danke. Mit deinen OP-Haustieren. Korrekt von dir. So, habe ich jetzt eine Falle zerstört? Das müsste ich ja, ich glaube, eine hatte ich. Jetzt müsste ich ja zwei haben, oder? Genau, zwei. Na, haben wir verstanden. Und wir müssen 300 Dublonenstapel zerstören. Das heißt, 300 mal so ein Stapel. Na, das kann dauern. Es gibt außerdem hier Quests. Okay, das heißt, hier leveln wir und kriegen wir so ein bisschen Belohnung. Okay. $897. Na, okay, das nächste kostet 1000. Das macht jetzt erstmal... Gott, Bruder, was ist mit ihm los? Adrian, du hast da ein Autoproblem. Checkst du's? Der hat auch Gold. Der ist schon komplett overpowered irgendwie. Okay, wir gehen rein. Öffnen mal drei Haustiere. Fred. Oh, ist ein 70% da. Schmeckt. Aber die Fahrschullehrerin haben wir da, glaube ich, noch nicht. Wenn das überhaupt die Fahrschullehrerin ist. Ich kenne mich schon ein bisschen aus mit SpongeBob, aber wir müssten ihm hier auch ein paar Tipps geben. Also ich bin jetzt nicht der super, super Prime-Experte, ne? Das ist aber Gary. Das ist die Original Gary. Die anderen sind nämlich, die sehen anders aus. Okay, wir rüsten mal die Besten aus. Bup. Oh, jetzt hat, Alter, die geben 5, ne? Macht 5 ist schon stark. Und wir brauchen nur noch die und dann kriegen wir automatisch Patrick. Ich weiß aber nicht, ob das ein Skin ist oder ob das ein Haustier ist. Das müssen wir noch herauskriegen. Ich vermute, das ist ein Skin. Aber ich meine, als Thaddäus ist das doch. Genau, ich habe Quatsch erzählt. Patrick ist natürlich der Stern. Hier, das ist Patrick. Aber wir wollen, das ist SpongeBob. Aber wir wollen Thaddäus, Alter. Das ist schon Vibe, ey. Thaddäus feiert schon.
Da müssen wir aber alle Haustiere bekommen aus dem ersten Ei. Und jetzt fehlt uns halt noch das Seltenste. Aber ihr seht schon, jetzt mit den Haustieren geht das natürlich viel schneller, Geld zu verdienen. Ne? Ah, wartet mal. Kann es sein, dass das hier... Nee, okay. Da kann ich SpongeBob rausziehen. Ey, das ist komplett OP, was ich hier rausziehen kann. Da kenne ich ja alle gefühlt. Was ist das hier? Ah, das ist dann einfach ein Gold. Das ist Blume in Gold. Okay, das heißt, das ist die in Gold mal 7. Okay, boah, es gibt so viele Eier. Guck ich das mal an. Was kann ich denn aus den letzten rausziehen? Ich will das mal mir angucken. Kann ich das sehen? Nee, das haben die versteckt. Das kann man erst sehen, wenn man es freigeschaltet hat. Oh, Bruder. Kann man erst sehen, wenn man es freigeschaltet hat. Okay, wir wollen aber hier uns noch unseren Skin verdienen. Das heißt, wir gehen rein mit 3. Komm, 12% ist nicht so selten. Tom Rare? Das ist er. Das ist gar nicht die Fahrschullehre. Das ist einfach Tom. Okay, aber jetzt will ich mal eine Belohnung haben. Gib mal hier ran. Hier, genau. Beanspruchen. Du hast eine Belohnung bekommen. Ein Tintenfisch. Ist das jetzt ein... Das ist ein Haustier. Und der gibt 19. Zeigt mir mal einen Thaddäus. Da ist er. Geil, Alter. Stark, 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 stark. Jetzt so... Aber was mache ich mit den Gems? Kann ich mit den Gems for real nur... Gold machen, weil ich habe schon brutal viele Gems. Ja, anscheinend, das geht wirklich, ist Gold. Okay. Und wie viel kostet jetzt das nächste Gebiet? Lass mich 20.000, oder so, ist teuer. Was ist denn das hier für eine Schatztruhe? Die habe ich hier noch nie gesehen. Normalerweise haben wir nur dieses Fallending gesehen. Aber was ist das hier? Ich glaube, jetzt regnet das Geld. Passt mal auf. Wenn das Ding explodiert, geht's ab. Boom! Okay, war jetzt irgendwie doch nicht so viel, wie ich mir gehofft habe. Vertappt. Okay. Wir haben aber 4.300. Die Frage ist, machen wir da wirklich... Warte, ich will mal sehen. Was kriegen wir als Belohnung für das zweite Ei? Also Adrian hat wirklich Stress mit seinem Auto, ne? Der kommt wirklich gar nicht klar. Goldene Blumenmuschel. Okay, das... Okay, das gibt's ja. Die Frage ist jetzt halt, gehen wir jetzt in dieses Ei rein, ne? Das kostet halt nur 1.000. Oder sparen wir direkt auf das 7.000 und kriegen halt alles in Gold automatisch. Das macht schon fast mehr Sinn, ne? Aber so eine goldene Blumenmuschel, da sage ich natürlich nicht nein. Naja, ich habe ja schon einen. Wir gehen mal rein dreimal. Kostet doch nur 1.000. Let's go. Patrick! Und zwei Schnecken wieder. Oh, jetzt fehlt uns nur noch SpongeBob, ne? Der 6%. Aber der ist natürlich auch... Der ist natürlich brutal selten auch. Ob wir den jetzt so... Oh, es wäre so geil gewesen, wenn wir den jetzt gezogen hätten, ne? Ey, jetzt haben wir schon zwei der drei OGs am Start, ne? Passt mal auf. So, 19, 15, 15, 8, 6, 5, okay. Das sieht doch schon nach was aus, das Team. Guckt es euch an, ey. Geil. Okay, jetzt brauchen wir wirklich nur noch SpongeBob. Dann haben wir alle komplett und kriegen direkt noch die Baba-Belohnung, das erste goldene Haustier. Die Frage ist, boosten die? Was boosten die? Also die scheinen ja auch Geld zu boosten. Ich denke, die Haustiere boosten Macht. Na, ich baue Sachen schneller ab, aber kriege ich auch mehr Geld? Power-Up von Plankton. Nee. Okay, da kann ich anscheinend für Gems Power-Ups kaufen. Das erklärt auch, warum. Ich habe ja brutal viele Gems. Da hast du eine Schatzkiste. Die müssen wir auf jeden Fall abbauen. So, ansonsten wollte ich ja einfach mal erforschen, was hier so ist. Aber hier ist tatsächlich gar nichts. Ja, das wird jetzt natürlich teuer, ne? Wenn ich jetzt ewig... Na gut, ich kann die aber sowieso zu Gold machen, ne? Also, so zu... also wir verlieren ja jetzt sowieso nicht so viel. So. Ach, verdammt. Na, wir brauchen SpongeBob. Ey, wir brauchen unbedingt SpongeBob. Das wäre jetzt wichtig. Los. Es wird nämlich teuer. Ja, wir können Patrick aber gleich zu Gold machen. Einen haben wir noch, wir haben 1.000 noch. Bitte jetzt. Ne. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Okay, wartet mal. Ich glaube, wir können uns jetzt aber da irgendwie was Goldenes zusammenschustern. Lass mich mal ganz kurz zur Maschine fahren. Patrick's goldenes Labor. Da Moment. So, wir brauchen zwingend 5. Aber bei 4 ist halt 80% der Klassiker, ne? Machen wir mal. Und es war erfolgt. Okay, nice. Jetzt haben wir eine Schnecke in Gold. Aber wir haben doch viel mehr Patricks. Ich glaube, die ich ausgerüstet habe, werden da nicht angezeigt. Kann das sein? Wir deausrüsten mal alle. Jetzt gehen wir hier nochmal rein. Ja, jetzt haben wir ja nämlich 3. 60%. Das ist über die Hälfte, Leute. Soll ich es riskieren? Wir riskieren es, wir riskieren es. Nein, Mucki. Ich habe alles verloren. Jetzt muss ich den. Jetzt würde ich es unbedingt wissen. Oh, nein. Mann, ich habe gerade alle Haustiere verloren. Es ist da wirklich... Da geht den Hammer halt, ne? Die eine Schnecke. Die hat 48. Das ist schon brutal. Die sieht auch nice aus. Gary in Gold, ey. Cool. Ja, na gut, jetzt müssen wir uns wieder ein bisschen Geld verdienen, damit wir ein bisschen das Ei ziehen können. Unsere Haustiersituation hat sich hier nicht gerade verbessert durch mein Rumgespiele. Es lohnt sich schon, die Quest zu machen, weil guckt mal. Wenn ich jetzt noch, ich glaube, wenn ich jetzt noch 7 Fallen zerstöre hier, dann bekomme ich dafür 200 Geld. Und das sind 5.000 Dublonen. Und 5.000 ist auf jeden Fall nicht wenig.
Also das lohnt sich schon. Lass mal kurz die Quest hier noch fertig machen. So, dann holen wir mal unsere Bucky Bucks ab. Ach, wurde automatisch schon. Okay, 200. Ja, könnten wir jetzt eintauschen, ne, für 5000. Aber je mehr wir ansparen, desto mehr machen wir Gewinn. Tatsächlich, ne? Weil guck mal, hier kriegen wir das Doppel. Ne, eigentlich gar nicht, ne? Guck mal, für 500 kriegt man hier quasi 10.000 und die Hälfte kriegt man hier für 200. Das lohnt sich ja gar nicht. Hier, das lohnt sich eigentlich am, ne, das lohnt sich am meisten, ne? Das hier lohnt sich am meisten für 300. Kriegen wir das zusammen? Da muss ich noch 30 Zone 1 Muscheln öffnen. Die Frage ist, was meinen die damit? Das ist so eine blaue. Ist das die allererste? Ah, das sind die beiden. Ja, die öffnen wir ja sowieso jetzt gerade, ne? Das passt ja perfekt. Das heißt, wir gehen hier mal rein. Mit 3. Zack. Yo, SpongeBob Legendary. Jawohl, da haben wir ihn. Geil. Und jetzt können wir abholen hier eine goldene Miesmuschel. Und die kann... Die hat... blaue Schnecke, SpongeBob. Das ist die hier, ne? Golden. Na, die ist eigentlich gar nicht so gut, ey. So Rüstmale aus. Okay, wie viel muss ich denn jetzt noch öffnen, damit ich die Quest kriege? Gar nicht mehr viele, oder? Noch 6 Stück, okay. Können wir uns... Dann machen wir die billige hier. Dann machen wir die hier. Kostet nämlich weniger. Bisschen sparsam, muss man auch sein. Der sparsame Benzer. Perfekt. Jetzt haben wir, wenn ich jetzt da in den Shop reingehe, 300. Jetzt können wir das kaufen. Ja. Nice. Ja, die Skins sind abnormal teuer. Sie werde ich ja im Leben nicht leisten können. Ich frage mich, wie die das alles verdient haben. Das muss irgendwie im nächsten Gebiet sein. Okay. Wir haben 15.000. Und wir haben auf jeden Fall auch bessere Pets. Warte mal. So, wir haben 2 goldene. Wir haben SpongeBob. 2x Thaddeus. Unsere Patricks haben wir ja leider verloren. Hey, wir haben... wir haben 25.000. Das ist geil. Das heißt, wir können jetzt in Zone 2. Unterwegs nehmen wir das hier noch ein bisschen mit. Bisschen Kröten hier mit. So. Und jetzt geht's an die Updates, Leute. Bam, freischalten. Okay. Yo! Sandstrip Comms, Golden Seaweed Clam, Go... Okay. Mach mal weg. So, was sind jetzt hier für Updates? Zeig mal. Okay. Mehr Schaden für die Haustiere. Ich laufe schneller, ich kriege mehr Rubine, ich habe eine größere Magnetreichweite, ich kann mehr Haustiere equippen. Darf ich sagen, ist das... Also, Spielergeschwindigkeit? Vollkommen egal. Rubine? Okay, machen wir mal einmal. Reichweite? Egal. Speicherplatz für Haustiere? Auch egal. Wir gehen mal hier full rein, Alter. Zack, zack. Jetzt haben wir 6% mehr Schaden. 6% ist schon nicht ohne, Alter. Und wir kriegen ja hier eh auch mehr Geld. Safe. Wir haben auch weitere neue Was ist das denn? Das ist so ein Bohrer vom Plankton, Alter. Warte mal, geht's jetzt komplett ab. Seht ihr das? Das sind Thaddeus Geheimnisse. Und hier sind auch Quests. Okay, 40 Fallen, 50 seltene Buddies ziehen, 600. Okay, die brauchen da ein bisschen, bis sie das kaputt machen. Da können wir jetzt hier in der Zwischenzeit... Okay, warte. Yo, das sind Quests oder so. Warte, hallo, Kunst- und Musikliebhaber. Ja, der spielt ja seine Flöte, ne? Suchst du nach etwas Ruhe, um dein Handwerk zu perfektionieren? Es gibt 10 geheime Gegenstände in der Conch Street. Finde alle 10, um einen geheimen Bereich mit limitierten UGC irgendwo... Wow. Brauchst du etwas Hilfe für 100.000? Nee. Okay. Und was will der hier? Ah, der gibt einfach Quests und er gibt geile Haustiere dafür. 100 Holztruhen, 100 Bohrer, 50 Muscheln. Boah, 100. Haben die das jetzt mal in der Zwischenzeit geschafft, die? Boah, jetzt sind die erst fertig. Oh, da haben wir auch eine Menge Geld für gekriegt, ne? Okay, 100 Holztruhen. Da haben wir schon mal eine. Okay, die bauen sich ein bisschen schneller ab, aber das wird dauern. Geheime Gegenstände. Ja, das Gebiet ist halt riesig, oder? Oder meint ihr, ich krieg die, wenn ich Sachen abbaue? Weil man kann hier gar nicht langfahren, hier ist eine unsichtbare Wand. Naja, aber das wird ja wahrscheinlich, also hier werden ja nicht alle Gegenstände sein. Die Gegenstände werden sich ja wahrscheinlich hier die ganze Straße lang, ne, ziehen. Das heißt, hier werden auch noch welche sein. Aber ich sehe jetzt hier auch gar keine. Kann ich da rein ins Haus? Okay, vielleicht muss ich hier hoch. Ja, hier, das sieht mir sehr secret-mäßig aus. Okay, wartet mal, wir gehen mal kurz aus dem Auto raus. Hier muss was sein, oder? Ja, da ist ein geheimer Gegenstand da oben. Seht ihr den? Da. Ist das wie ein USB-Stick? Wie komme ich denn da hin? Okay, das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Ich muss von da oben runterspringen. Kann das sein, dass wir hier hoch müssen? Boah, da komme ich aber nicht hoch. Vielleicht gibt es später noch irgendwelche fliegenden Autos, damit man da dann lockerer hinkommt. Yo! Ich habe noch ein zweites entdeckt. Da. Auf dem Schornstein. Okay, aber kommen wir da oben drauf? Okay, das heißt, die Gegenstände sind gern irgendwo drauf platziert. Okay, habe ich verstanden. Aber da kommt man da gar nicht hoch. Wie soll man da hochkommen? Da muss ich es einfach nur anklicken. Okay, Leute, es wird schwierig. Ich habe Stress, ehrlich gesagt. Keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll. Man kann auf jeden Fall hier nicht... Ah, man kann hochklettern oder wie? Da war da gerade was. Ja.
Nee. Ich denke, es gibt später was, womit man fliegen kann. Vielleicht so ein fliegendes Auto. Oder kann ich vielleicht mit meinem Auto? Nee, ich kann nur springen. Ich kann jetzt nicht in die Luft fliegen. Okay. Jo, den kriegen wir aber definitiv. Den kriegen wir. Ja, unser ersten Gegenstand. Okay, die anderen, das ist aber gar nicht so einfach. Ey, wir haben 4000 Gems. Da kann ich ja brutalst jetzt meine Haustiere weiter verbessern. Maximiert? Also ich muss erst weiterkommen. Okay, da mache ich mehr Rubine, denke ich. Ich mache mehr Reichweite. Das ist auch nicht verkehrt. Na, und dann machen wir ruhig mal mehr Laufspeed. Das ist okay. Wobei ich ja eh die ganze Zeit mit dem Auto rumfahre. Ob mir dann Laufspeed überhaupt was bringt, sei mal dahingestellt. Okay, wir düsen mal hier zurück. Ich frage mich, ob es hier auch versteckte Gegenstände jetzt gibt. Kann sein. Sowas kann. Also ich habe diese Eier hier freigeschaltet aus der Zone. Wir können direkt für 70.000 direkt in Gold gehen. Lass mal gucken, was wir dafür Belohnung kriegen. Aber ich glaube, Stand jetzt lohnt sich diese Belohnung nicht so krass. Sandy. Ja, das ist schon cool. Okay, was kann ich denn hier ziehen? Ja, Muscheln. Oh, Junge. SpongeBob mit der Triple Patty. Also mit dem, wie nennt man denn das? Mr. Krabs. Sandy. Okay, okay. Wir wollen die aber in Gold direkt haben, glaube ich. Das heißt, wir gehen jetzt mal, aber da kann ich nur eins kaufen. Meint ihr das? Nee, das lohnt sich schon mehr, oder? Safe. Wir gehen mal in das Triple rein. Inventar ist voll, Kann denn mein Inventar voll sein, echt? Ah. Mr. Krabs, Hydrodynamic Spatula SpongeBob. Geil. Ja, wir gehen nochmal rein mit Reis. Das beste Ei, was ich aktuell kaufen kann. Ich ziehe das jetzt. Debbie. Debbie ist auch cool. Ja, ja, ja. Let's go. Wir geben unser ganzes Geld aus. Dave und Debbie. Okay, kennen wir. So, und jetzt kann ich nochmal drei. Und dann sind wir pleite. Und dann gucken wir mal, ob wir irgendwas Gold machen können. Debbie und Dave müssten wir doch eigentlich Gold machen können jetzt. Ich glaube, ich habe mein Haustiere jetzt so brutal verbessert. Wartet mal. Erstmal alle weg. So. Jetzt gehen wir hier hin und gucken mal, was da Gold geht. Okay. Ja, 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 das ist safe. 100% sogar so ein Ding. Ah, das ist aber arschteuer dann. Hey, das kostet voll viel Gems. Ich kann mir das gar nicht leisten, die zusammenzuführen tatsächlich. Das kann ich mir auch nicht leisten. Das kostet viel zu viel Gems. Ich habe alle meine Gems ausgegeben. Ja, okay. Das heißt, wir müssen, bevor wir hier wirklich an die Goldpads rangehen, müssen wir noch gucken. Aber das ist mein neues bestes Haus, der Legendär 84. Guckt ihn euch an. Den Meister. Geil. Mr. Krabs wirklich jetzt wieder komplett dem Geld hinterher. So, jetzt haben wir sowohl Dave als auch Debbie in Gold gemacht. Und die sind halt, also Goldhaustiere sind halt extrem OP. Guckt euch das mal an, wie stark die sind. Dagegen ist ja selbst SpongeBob wirklich eine komplette Lusche. Wir one-shotten die Dinger jetzt hier. Zack, alles One-Shot locker wegmachen. Oh, ich habe hier weiteres Geld verdient. Warte mal hier. Zack, doch nicht, wir haben null. Verdammt. Aber die Werte lohnen sich jetzt auch gar nicht mehr. Jetzt lohnt sich der Shop nicht mehr. Jetzt eigentlich nur noch für Skins. Habe ich einen Skin? Zone freischalten. Ah, die Conch Street, die geht hier weiter. Das heißt, okay, das macht natürlich Sinn, dass hier jetzt weitere versteckte Items sind. Aber ich, also die werden wir jetzt, außer wir finden jetzt hier ein neues Schiff zum Fahren, werden wir die Was ist das da? Okay, Jellyfish Fields, das sind die Quallen, das ist die Quallenfarm, okay. Na, hier sind auf jeden Fall super fette Dinge, wo ich sau viel Geld mitkriege. Da oben ist irgendwas? Okay, also hier scheint mir jetzt nichts Spezielles zu sein. Was ist das? Das ist ein Riesencoin-Container zum Abbauen. Das schmeckt natürlich schon. Ey, wir müssen aber dringend unsere Haustiere verbessern. Ich bin haustiermäßig jetzt wirklich gar nicht mehr gut. So, wartet mal. Also, ich fahre mal hier zurück und fahre mal hier rauf und guck mal, ob ich jetzt nicht vielleicht relativ easy hier einen Gegenstand abstauben kann. Also, das sieht doch schon super aus hier, oder? Ah, da, ja. Da haben wir doch einen. Das ist ein Rohr. Zack. 2 von 10. Das sieht mir doch sehr nach einem Geheimgang aus. Das ist doch hier auf jeden Fall ein Klassiker. Nee, das ist einfach nur sehr hässlich gemacht. Okay. Gut, wir tun so, als hätten wir es nicht gesehen. Wieder zurück. Ich sehe auf jeden Fall, wie meine Haustiere hier schwer am Ackern sind. Die haben auf jeden Fall das auch gleich abgebaut. Das heißt, wir schauen mal, dass wir schnell zurückkommen. So. Pünktlich, um die Moneten einzusammeln. Nice. Boah, ich habe jetzt schon wieder, ich habe 300.000 für das Gebiet bezahlt und habe jetzt schon wieder 216.000. Okay, da werden sie ein bisschen brauchen. Wir teleportieren uns mal zum Spawn. Und jetzt wollen wir hier natürlich unser Geld ausgeben, ne? Das sind die neuen Eier, die wir freigeschaltet haben. 50.000 für das normale. Das ist der Boxer SpongeBob und Boxer Patrick. Sandy. Okay. Und das ist halt ein Gold. Aber Goldhaustiere sind extremst OP. Ich weiß gar nicht, ob es Sinn macht, überhaupt Haustiere zu öffnen, die nicht Gold sind, ehrlich gesagt. Problem ist, jetzt muss ich hier wieder... Warte mal, kann ich mir bessere Reittiere jetzt hier holen, da ich weitergekommen bin? Nee. Aber es muss doch mehr geben. Guckt euch mal das an. Das sieht brutal aus. Das ist safe. Wahrscheinlich gibt es einen besseren Autohändler, wenn man einfach weiter ist.
Ich vermute, jetzt, wo ich mehr Gebiete habe, kann ich mir auch bessere Power-Ups noch holen vom Plankton, oder? Nee, hä? Oder muss ich erst die anderen auch verbessern? 15% abgeschlossen, okay. Ja. Maximiert. Okay. Ah, ich brauche dafür einen Skin, um jetzt weiter... Ah, aber wo kriege ich denn Skins her, Alter? Das habe ich auch noch... Das habe ich tatsächlich noch gar nicht verstanden. Ich glaube, das kommt noch. Ich glaube, das kommt im nächsten Gebiet. Weil jetzt hier in diesem Shop, okay, das ist ein Skin, vermute ich. Aber Alter, 2500, das ist ja arschteuer. Okay, für das kriege ich halt 500. Das ist schon viel, ne? Aber dafür muss ich auch verdammte 300 von diesen Stapeln wegmachen. 300. Ah, man kriegt die Skins, wenn man die Quests hier schafft. Oh, da machen wir aber gute Fortschritte. Ah, hier, schließe die umgenannten Aufgaben ab, um die letzte Aufgabe freizuschalten. Dann kriegt er eine Aufgabe und dafür kriege ich dann den Skin. Und mit dem Skin kann ich mir bessere Upgrades holen. Okay, 100 Holztruhen. Alter, der hat wirklich den freigeschaltet, ne? Profispieler, sage ich. Krank. Das erste Mal, dass ich ein goldenes Haustier-Ei ziehe. Bitte nicht das Schlechteste. Karate-Sandy. Die ist auf jeden Fall nicht... Oh, die ist sogar gut. Ey, was hat die jetzt für einen Wert? 500. Ja, und die ist doppelt so gut wie mein Bestes. Und 10-mal so gut wie mein Schlechtestes. Das schmeckt, ey. Okay, let's go. Tina in Gold. Okay. Na, ist nicht so gut. Vielleicht ja jetzt. SpongeBob, bitte. Taekwondo SpongeBob. Na, Karate Sandy. Okay, ne, ich weiß ja nicht, das Schlechteste. Ne? Damit konnten unsere Haustiere aber definitiv nochmal weiter extrem verbessern. 500, 500, 300, 200, 284. Das sieht gut aus. Ist tatsächlich ziemlich schwer. Also wir brauchen 3,5 Millionen für Quallenfelder. Das ist sozusagen, wenn man hier mal in den Teleporter reinguckt, ist das nach der Conch Street sozusagen das neue Gebiet. Ne, ist klar. Das freizuschalten, genau, 3,5 Millionen. Wir haben jetzt Stand 2,7 Millionen. Aber ich habe gleich die Quest geschafft mit 100 Bohrer zerstören. Da haben wir nämlich 94 und uns fehlen nur noch 6 Bohrer. Und dann kriege ich nochmal 750.000 geschenkt. Also was heißt geschenkt, aber halt als Questbelohnung. Ne? Und das würde natürlich in Kombination bedeuten, dass wir ins neue Gebiet können. Das haut sogar genau perfekt hin. Und wir brauchen nicht mehr viele. 3 Stück noch und hier sind ein paar. Guckt euch das mal an. 1, 2, 3 und da ist die Belohnung. Ja, und wir haben 3,5 Millionen. Aber ich habe gerade gesehen, für die eine SpongeBob-Quest brauchen wir hier auch nur noch 4 Stück, glaube ich, wenn ich jetzt nicht doof bin. 3 sogar nur. Das heißt jetzt noch 2, jetzt noch 1. Also den SpongeBob-Skin werden wir jetzt so ohne weiteres nicht verdienen. Das ist sehr aufwendig, Alter. Ich zeige euch mal. Guckt mal, wir haben jetzt die Bohrer-Quest geschafft bei SpongeBob. Das heißt, wir können jetzt hier uns das Ei holen. Wo habe ich das jetzt bekommen? Ist das überhaupt ein Ei? Ach, das ist ein... Ist das ein Haustier? Nee, was ist denn das? Was habe ich denn hier bekommen? Was ist diese Belohnung? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Ich dachte, es ist ein Haustier, was sich dann öffnet. Hm. Naja, ich müsste noch 70 Holztruhen öffnen und 50 Muscheln. Das ist die goldene Muschel. Ich muss ein goldenes Haustier bekommen haben. Aber ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung, ob ich eins bekommen habe. Ich glaube schon, aber... Nichtsdestotrotz wollen wir jetzt hier mal durchracen und uns in die berühmten Quallenfelder reinkaufen. Die vierte Zone. Wunderschön. Ja, genau, Hammer alles. Ja, 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 ja. Hier wird es sehr, sehr groß auf jeden Fall. Das merkt man schon. Es gibt weitere Jobs. Es gibt ein Holz-Spongebob. Ah, das ist der, den Plankton gesteuert hat. Okay, geil. Gut, gut, gut. Aber es gibt hier, warte mal, es gibt Zone 5, 18 Millionen. Ich dachte, es gibt irgendwas von wegen, ich weiß nicht. Irgendwie was, was ich freischalten kann. Aber guckt mal, jetzt kann ich zum Beispiel hier weitere Holzkisten abarbeiten. Und wir können auch, obwohl wir so weit fortgeschritten sind, hinten die SpongeBob-Quest weitermachen. Das werdet ihr hier jetzt sehen. Ihr werdet sich jetzt rechts das aktualisieren, sobald wir es gemacht haben. Ah ja, oder auch nicht. Hm. Okay, weiß ich jetzt nicht. Aber eigentlich müsste es doch klappen, oder? Wie kriegen wir jetzt hier? Auch das Geld ist ja auch relativ normal geblieben. Ich würde sagen, wir beenden die heutige SpongeBob-Simulator-Episode bei den Quallenfeldern. Das sieht doch sehr vielversprechend aus. Ich hoffe sehr, euch hat die Episode gefallen. Lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Es würde mich sehr, sehr freuen. Abonniert natürlich auch den Kanal kostenloser Mente. Bis morgen, euer Benson. Ciao.